Effekte anmachen, die waren nicht ganz so laut. Ah, ja, 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 ja. Jetzt bin ich die Ente. Ich bin die Ente. Ich bin die Ente. Ja, da flatter ich und zack. Jetzt konnte ich euch das noch auch zeigen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der C64 Spielzeit mit Andira. Das bin ich. Und heute zeige ich euch das Spiel Ghouls and Ghosts aus dem Jahr 1989. Das ist jetzt genau 35 Jahre her. Ich bin übrigens letztens gebeten worden, das nicht immer so zu betonen, weil die Leute sich dann so alt fühlen. Ja, aber ich finde, das ist doch eine ganz besondere Zahl. Beziehungsweise deshalb, weil das so alt ist, ist es gerade wieder retro, wieder in und gehört so zum Commodore 64. Ich betone das ja auf keinen Fall, weil ich euch damit ja beleidigen möchte und euch älter machen möchte, als ihr euch fühlt, denn mir geht's ja genauso. Also, 1989, der Publisher ist US Gold und programmiert hat das Spiel Steven Ruddy. Der hat das für Software Creations gemacht, die hat nämlich den Auftrag, das auf den Commodore 64 zu portieren. Wem der Name in den Ohren klingelt, ja, der hat auch Bubble Bobble portiert auf den 64, habe ich euch auch mal hier im Rahmen der C64-Spielzeit gezeigt. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch das unten mal in der Videobeschreibung. Und das hat er damals schon, also Bubble Bobble, genauso wie hier Ghouls and Ghosts, zusammen mit Andrew Trefall gemacht. Der war nämlich für die Grafik zuständig. Und die Musik hier hat Tim Follin komponiert. Es handelt sich um ein Arcade, ein Actionspiel, ein Plattformer, Jump and Run, Joystick Import 2, ein Spielerspiel und wie so häufig in englischer Sprache. Das Original, beziehungsweise die Vorlage, die stammt von Irem aus Japan. Die haben nämlich dort den Spielhallenautomat entwickelt und der heißt, frei übersetzt, dieses Mal spare ich euch mein schlechtes Japanisch, aber auf Deutsch so viel wie großes Dorf in der Dämonenwelt. Ja, darum dreht es sich. Capcom, die haben dann hier die Lizenz für die westliche Welt bekommen und die Portierungen in Auftrag gegeben, zum Beispiel hier für den Commodore 64 an Software Creations. Dies hier ist übrigens der Nachfolger von Ghosts and Goblins, auch schon mal hier auf dem Kanal gezeigt und es wurde sich in der Vergangenheit sehr oft gewünscht. Ich notiere mir das ja immer unter meinen Videos, unter anderem vom Geralt, vom Songan und von weiteren, ja, Grüße gehen raus an euch, wenn ihr das hier seht. Zuletzt Anfang Januar, als ich mit meinem Bruder hier zu Hause vor dem Commodore 64 saß und wir so einen ganz gemütlichen Nachmittag gemacht haben vom Commodore 64 mit alten Spielen und da sind wir ins Gespräch gekommen, was könnte ich als nächstes umsetzen und da sagte er, hey, mach doch den Nachfolger von Ghosts and Goblins, des Ghouls and Ghosts. Und ja, hier ist es nun endlich. Ghouls and Ghosts, das heißt übrigens so viel wie ja, Leichenfledderer, brutaler Kerl oder aber auch leichenschändendes Monster. Und Ghost steht natürlich für Geister. Frei übersetzt, also ganz, ganz frei, heißt das Spiel aber auch Geister und Gespenster. Und jetzt werdet ihr fragen, was ist denn deine Beziehung zum Spiel? Ja, meine Beziehung zum Spiel, den Vorgänger. Ghosts and Goblins, den haben wir als Kinder damals ohne Ende gespielt. Das habe ich euch ja schon im Video damals erzählt. Und als dann 3 Jahre später dieses Spiel hier rauskam, da waren wir natürlich von der Grafik sehr angetan und haben es natürlich auch oft gezockt. Ich möchte aber auch meine Wertung jetzt noch nicht vorwegnehmen, deshalb sage ich mal nichts. Das kommt dann am Schluss. Besonders hier, meine bessere Hälfte hat mir vor ein paar Jahren zum Geburtstag eine Compilation geschenkt und genau da war dieses Spiel drauf. Natürlich die TED-Version, ich halte euch das mal hier rein, die Chart TED, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Da haben wir hier unten das Ghouls and Ghosts, sind auch noch mehrere oder weitere Spiele drauf auf der Rückseite hier. Da kommen wir jetzt aber gleich im Detail zu und wenn ich das hier aufklappe, eigentlich geht es ja gar nicht darum, aber ihr fragt immer danach, dann haben wir hier natürlich sauberlich eingepackt die Originalkassetten und natürlich auch das Anleitungsbüchlein, wo alles drinsteht zu den Spielen und natürlich hier zu Ghouls and Ghosts, wie gesagt, kommt jetzt gleich. Und deshalb sage ich jetzt auch, ein Cover habe ich euch heute auch wieder mitgebracht und diesmal ist es das Cover der Boxversion, so wie es auch in Europa und hier natürlich auch in Deutschland
vertrieben wurde. Da haben wir hier groß den Karton, oben Ghouls and Ghosts, die Überschrift, ja, so brennend mit Flammen, sieht aus wie die Hölle. Ja, und darunter haben wir dann auch gleich so ein paar Dämonen, die daher entspringen, dieser Dämon mit dem Geweih, die Totenköpfe und ja, diese Sensemänner da. Also, wow, das sieht richtig düster aus. Und vorne dann der Protagonist des Spiels. Ich nehme schon mal vorweg, in der Ritterrüstung, das sind wir, der Ritter Arthur. Ja, in der Rüstung mit dem Schwert, ja, stoßen wir nach vorne und stehen da schon auf so einem Totenkopf und stellen uns der Meute entgegen. Alles ziemlich düster im Hintergrund, da fliegen Fledermäuse. Ja, ich hatte oben schon gesagt, Feuer, rot alles. Wow, also, und das Ganze sieht so aus, als wäre es auf einem Friedhof entstanden, denn im Vordergrund sehen wir hier sowas wie, ja, ich sag mal so Marmorsteine von Grabsteinen, wo die ganzen draufstehen und der Ritter Arthur auch hervorspringt. Aber das ist alles Interpretationssache. Dann haben wir natürlich unten noch den Publisher US Gold und Capcom und darunter natürlich für den Commodore 64 als Kassettenversion, ja, Box der Kassettenversion ist es hier und einige Auszeichnungen links und rechts da in den schwarzen Feldern. Da sehe ich zum Beispiel die Computer and Video Games, die haben das als Hit deklariert oder rechts die Crash, die haben das als Mega-Erfolg gewertet, aber da möchten wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Das ist also die schön bunt gezeichnete Hülle und dieses Coverdesign stammt übrigens von Ian Naylor, der hat das Ganze gemalt. Ja, die Anleitung, die ist dann sehr kurz gehalten, enthält aber alles Wichtige wie Ladeanweisungen, Steuerung, Story, Waffen und auch einen Absatz zur Continue-Funktion. Das ist ja super spannend, die gucken wir uns gleich im Spiel an. Also kein Schnickschnack, keine Bilder, einfach nur Text und wie gesagt, ziemlich kurz gehalten. Aber das Wichtigste ist halt vorhanden. Verleger waren neben US Gold später auch Kicks, die für das Re-Release auf dem Wühltisch verantwortlich waren. Da hat das Ganze dann etwa 10 Mark gekostet und da haben wir dann auch immer gerne zugeschlagen, hier im örtlichen Kaufhaus. Wer sich die Box damals bei Erscheinen gekauft hat, so wie ich das hier präsentiert habe, jetzt gerade kostete die Box etwa um die 30 Mark, ein bisschen mehr. Und die Floppy-Disk-Version fing dann so bei 45 Euro, ging bis 50, etwas über 50 hoch, als das Spiel neu war. 50 Mark, habe ich Euro gesagt, Mark meine ich natürlich. Also ein hochpreisiges Spiel, da erwartet man natürlich einiges. Aber ich hatte schon von Lizenzen gesprochen und Spielhallenautomaten, da zahlt man natürlich auch so ein bisschen die Lizenz. So, lang genug geredet, ich würde sagen, legen los, load! Ja, und damit das Laden der Tab-Version nicht ganz so langweilig wird, haben wir hier einen Titelbild, also ein Loading-Screen. Das ist so, ja, ganz frei nachempfunden das Cover des Spiels, so wie ich euch das eben gezeigt habe, das Cover der Box. Da haben wir also den Ritter Arthur vorne, hat dieses Mal auch noch so wie der St. Martin, ne, so einen roten Umhang und springt, ja, nach vorne und im Hintergrund die Dämonen, die düstere Seite, all seine Gegner, die beiden Skelette da mit, sehen so ein bisschen aus wie Skeletor, ne, mit der Sense und die Totenköpfe zu den Seiten weg. Düster, düster. Ghouls and Ghosts unten, die Überschrift auch wieder, als wäre es auf so einem Marmorstein, so einem Grabstein entstanden. Und rundherum haben wir dann noch ein paar Leute, die sich verewigt haben. Also Capcom als Lizenzgeber, US Gold als Publisher und Software Creations als Bude, die das Ganze umgesetzt hat. Richtig schönes, buntes Bild. Unten links dann noch der Pixelkünstler. Und ich würde sagen, wir lehnen uns jetzt zurück und werden uns das Ganze ein bisschen schön angucken. Und ich melde mich dann gleich wieder bei euch, wenn das Tape geladen ist. So, ja, ich hatte gesagt, wir spielen hier die Tape-Version und die erste Seite ist geladen. Jetzt sollen wir Seite 2 einlegen, zurückspulen und Press Play on Tape drücken, also Play drücken. Das mache ich jetzt, aber das schneide ich euch dann später raus, weil man muss bei diesem Spiel immer wieder die Seite umdrehen. Ich hatte euch ja vor kurzem erst R-Type gezeigt, da ist das genauso bei der Tape-Version. Ja, okay, gleich geht's los. Ja, und da sind wir auch schon im Titelbild. Das hat jetzt etwa, ich habe nicht genau auf die Uhr geschaut, aber 5 Minuten gedauert, da ist das Spiel in den Speicher geladen. Ghouls and Ghosts. Kommt da so ein bisschen, auch eine Highscore-Liste sehen wir schon, mit so einem Demo-Effekt.
wabernd daher und ich packe schon mal den Joystick, denn ich kann hier bestimmen, ob ich das Spiel gleich spielen möchte mit Musik oder aber mit Soundeffekten. Also wenn ich nach links drücke, dann habe ich die Musik und wenn ich jetzt nach rechts drücke, schaut mal rechts unten, da, dann habe ich die, upsala, na, viel zu schnell, Soundeffekte. So, da haben wir auch die Credits zum Spiel und jetzt würde ich sagen, wir machen aber mit Musik. Ich drücke Feuer, aber vorher noch kurz zur Story des Spiels. Wir spielen Ritter Arthur, der auf dem Weg zum bösen Loki ist. Der hat nämlich die Prinzessin Huss entführt und wir müssen außerdem das Königreich befreien. Gegenwart werden wir heran, wie so häufig, von jeder Menge Gegnern und das sind dieses Mal Untote und Dämonen. Ja, und damit würde ich sagen, nicht lang schnacken, Joystick packen, wir legen los, da unten steht's. Press Play, Fire to Play, Feuer! Ah, tolle Musik, wir spielen das Männchen, links, rechts. Ah, und wer Ghosts'n Goblins kennt, der weiß schon, wie es funktioniert. Ich kann also mich ducken, ich kann springen, ich kann Feuer, links, rechts, ich kann springen. So, hupsala. Ja, Spreitkollision, wenn die mich treffen, die Gegner, da sind sie vom Cover. Dann, verliere ich meine Rüstung und stehe nackt in Unterhose da. Jetzt habe ich noch einen Versuch, bevor ich ein Leben verliere. Und, ja, da hat er mich getroffen, obwohl ich da oben auf dem Grabstein stehe. G für Grave, für Grabstein, für Gruft, vielleicht auch für Ghouls oder Ghosts. Auf jeden Fall toll gemacht, schöne Grafik und eine schöne Musik. Und ich renne mal so ein bisschen und erzähle euch etwas. Gucken wir uns die Statusleiste unten an. Da haben wir, oh, das ist ein neues Feature übrigens. Wenn ich den springe und drücke Feuer nach oben, da hat er mich überholt, dann schieße ich nach oben. Wenn ich also nach oben drücke und drücke dann Feuer hier über den Gegner rüber. Ah, das war zu lang. Gut. Eine Runde zum Warmspielen, ne? Und die Statusleiste wollten wir uns anschauen. Player 1, ganz witzig, weil wir können das Spiel nur mit einem Player spielen. Das ist ja eine Hommage an den Spielhallenautomat, wo man abwechselnd spielen konnte. Da haben wir einen Magier, der da so Feuerbälle auf uns wirft. Und da oben jemand am Kreuz oben links. Ich brauche übrigens nicht nach links gehen, da geht es nicht weiter. Ah, da haben sie mich schon wieder. So, was wollten wir noch? Player 1, wir haben die Punktzahl darunter. 450 Punkte habe ich bisher. 500 jetzt. Da kommt eine Kiste. Da kann ich drauf schießen. Ja, auch wieder zu spät schon. Und darunter die Anzahl der Leben. 5 Stück habe ich am Anfang. Das ist jetzt mein letztes. Dann ist die Runde schon wieder vorbei. Dann haben wir da noch rechts meine derzeitige Waffe. Es gibt verschiedene Waffen. Dies hier ist ein Speer. Das ist auch eine richtig coole Waffe. Die fliegt einmal über den ganzen Bildschirm. Andere, ihr kennt das ja von Ghosts'n Goblins, wie zum Beispiel diese Fackel, die gibt's hier auch. Ah, ich muss hier springen und dann den Joystick nicht nach oben drücken, sondern Feuer drücken. Dann schießt er nach rechts im Flug und eine Zeit läuft auch noch runter. Ich habe 3 Minuten Zeit, so ein Level zu schaffen. Game over steht da jetzt. Ja, gut, okay. Ich drücke mal Feuer und darf mich jetzt eintragen. Also ich war wohl zu schlecht. Es gibt keine Continue-Funktion. Ich trage mich das erste Mal richtig ein. Tolle Musik. Also Mittelalter, Flötenmusik. Andira. So, zack. Und hier hinten Ende. Oh, es geht auch noch auf Zeit da unten. Wenn ich mich nicht beeile, ist es vorbei mit dem Eintragen. 73 Sekunden habe ich noch Zeit. Feuer. Und da kommt schon die Bestenliste. Ich habe 800 Punkte geknackt und stehe auf Platz 1. 10 Plätze gibt es. Richtig cool. Da kann man sich auch schön mit Freunden messen. Ja, ich bin angefixt. Ich bin angefixt. Und spiele noch eine Runde Feuer. So, jetzt mal ein bisschen Concentration. Ich hatte gesagt, ein paar Waffen gibt es. Es gibt 5 Stück insgesamt. Hier haben wir den Speer. Damit fangen wir halt an. Dann gibt es noch das Messer. Den Wurfstern, die Axt und die Fackel, ja, das sind alles Waffen, die kennt man ja mehr oder weniger von, guck mal, ein Bonus, den sammle ich ein. Mal sehen, was das ist. Ach, da lässt er mir den stehen. Nein, da ist er weg. Ah, Mann. Ja, auf jeden Fall kennt man von Ghosts'n Goblins. So. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier wegkomme. Mal ein bisschen weiter. Hier hochdrücken, loslassen, Feuer drücken. Nein, immer in die Richtung. Ja, zack, zack. Ach, okay, funktionieren tut's. Da kommt
die Kiste, die kann ich jetzt öffnen mit mehreren Schüssen. Und da ist dann immer so ein bisschen Zufall drin. Entweder der Magier, also ein Gegner, oder aber eine Waffe, oder aber eine Rüstung, weil jetzt stehe ich ja gerade wieder nackig da. So, hier erstmal den Vogel weg. Und kann ich denn da oben drauf hüpfen? Nein, kann ich nicht. Da fliege ich runter. Da ist schon der nächste Geier. Und der bleibt da jetzt sitzen. Los, verschwinde. Wenn ich jetzt hoch drücke und Feuer drücke, dann fliege ich in den rein. Ah, da ist der Magier. Den ganz schnell weg. Aua! Was ist das denn da oben? Ach, wieder so eine von diesen Pflanzen oder die da, ja, ich sag mal, giftige Dinge auf mich herabwerfen. Oder wie so ein kleiner Vulkan. So, eins, zwei, ja, da ist er weg. Weiter, ah, da kommt die Kiste. Feuer, 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 Feuer. Da ist der Magier, Feuer, Feuer, Feuer. Ducken. So, aufpassen, der springt runter. Schnell hier oben drauf. Hier kann ich euch das zeigen. Feuer nach oben, Feuer nach oben. Da ist er weg. Ah, hätte ich euch nicht zeigen sollen, weil das hat mich Leben gekostet. Hier bin ich gekostet. Hier bin ich zu nah an dem Vogel dran. So, was ist hier drin? Auch der Magier und der hinterlässt mir nichts. Und hier die Pflanze, da muss ich aufpassen. Aua, aua, Vorsicht. Ach, da oben so Guillotine. Ah, Mann. Ja gut, okay. Nächste Runde, nächste Runde. So, da spielen wir mal die Stillrunde. Das wünscht ihr euch ja auch häufiger mal von mir. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich jetzt natürlich um mehrere Minuten. Ich fühle mich wie Thomas Gottschalk, da wird gleich ein bisschen überzogen. Mal sehen, ob es auch was bringt. Ah, da darf ich, muss ich aufpassen. Nein, das hat gar nichts gebracht, hat das. Gar nichts. Mensch, Mensch, Mensch. Es gibt übrigens hier bei diesem Spiel so einen ganz leichten 3D-Effekt. Das kommt dann später etwas mehr zur Geltung als jetzt gerade hier im ersten Level. Aber, naja, so ein bisschen verwirrt das auch. Denn die, ich schiebe es mal auf die Sprite-Kollision, die hier nicht ganz so läuft. Vielleicht hat das was damit zu tun. Die ist manchmal sehr, ja, ungenau. Vielleicht konnte ich euch das schon ein paar Mal zeigen, vielleicht auch nicht. Zum Beispiel hätte ich jetzt erwartet, dass wenn ich oben auf der, auf dem Grab stehe, dass ich dann, ja, nicht von den Geistern, die da runterlaufen, berührt werde. So, okay, jetzt habe ich mich aber genug eingetragen. So, und da sind wir. Diesmal habe ich ein bisschen mehr erreicht, ne? Und Feuer, jetzt mal ohne Musik, mit Soundeffekten. Ich gehe mal nach links hier und drücke Feuer. Und jetzt haben wir hier so ein dunkles Wummern. Viele Soundeffekte, ich komme ja gleich dazu nochmal. Aber da gibt es jede Menge. Jede Bewegung hat einen anderen Klang. Das ist echt mit Liebe umgesetzt. Und auch hier dieses Wummern, diese aus der Ferne, richtig, ja, gespenstisch. Oh. Ah, da dachte ich, da kriege ich sie. Wollte ich mal schauen. Und das Ganze hat nur 100 Punkte gegeben. Das war ja echt eine lahme Veranstaltung. Ja, übrigens, die Level mit Grafik und Musik, die sind sehr umfangreich. Und deshalb wird auch dauernd nachgeladen. Also wer die Tape-Version sein eigen nennt, ja, das ist schon ein bisschen Folter. Aber auch irgendwie so ein bisschen Nostalgie. Dauernd muss man umdrehen, sagte ich ja eben schon. Und muss, oh ja, jetzt schnell weglaufen hier. Ja, ausgetrickst. Und muss die Kassette umdrehen. So, da kommt schon die... Ach, da, schaut mal. Zack. Oh, habt ihr gesehen? Da hatte ich gerade... Hatte ich gerade extra Energie. Aua. Oh, und da ist sie auch schon wieder weg. Ja, Spielprinzip ist übrigens genau... Das war ja gemein hier. Wie beim ersten Teil. Gibt aber ein paar Neuerungen. Zum Beispiel das oben in die Luft schießen, was ich euch gezeigt habe. Das gab es damals noch nicht. Also wenn ich jetzt nach oben drücke und Feuer drücke und genauso wenn ich nach unten drücke, das brauche ich später. Also erst springen nach oben, mal sehen, ob ich das zeigen kann, nach unten, na, nach unten, na, na, habt ihr das gesehen gerade? Also man muss dann nach oben springen und im Sprung nach unten ziehen, Feuer drücken, dann schießt man gerade nach unten und das muss also senkrecht nach unten, das braucht man ja später im Spiel. So, außerdem kann man Truhen finden, wo Waffen drin sind. Das habe ich ja schon erzählt. Hier zum Beispiel die Truhe. Gerade spreche ich davon. So, da ist jetzt wieder der
Gegner drin. Und das ist auch neu. Das gab es damals nicht, also im Vorgänger. So, da hätte ich, oh nein, da kann ich ganz gemütlich schießen. Jetzt laufe ich mal weiter. Noch habe ich meine Rüstung, noch habe ich meine Rüstung. Oh, da habe ich wieder, tadadadan. Ah, ist die Energie wieder weg. Auch hier kann ich nach oben schießen. Ja, zack, ist sie weg. Und ich muss mich trotzdem weiter konzentrieren. Ich bleibe hier unten, da durch diese Guillotinen. Das habe ich schon mal probiert. Da komme ich nicht durch. Hier muss ich jetzt aber durch. Ja, ist das gemein. Habt ihr das gesehen? Da haben die mich in die Zange genommen. Also, oh Mann, ich komme da gleich zu, wenn es um die Bewertung geht, was die Spielezeitschriften sagten. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, also unverschämt schwer, vor allen Dingen gemein sowas hier, ne? Ich zeige euch immer wieder hier dieses erste Level. Ich komme, ihr merkt es ja schon, wenn man sich so ein bisschen warm gespielt hat, das gilt ja wahrscheinlich auch für euch, immer weiter und weiter. So, der Magier übrigens, komm, ich trage mich nochmal ein, aber mit ein paar A's, komm, das sollte reichen. Hier kann ich noch links raus, nein, ich kann nur rechts. So, ein Magier, der verwandelt mich manchmal auch in eine Ente. Und wenn ich dann überlebe, eine kurze Zeit lang, ich drücke nochmal, jetzt machen wir wieder mit Sound, ne? Feuer. Dritte Runde. Oder war es jetzt schon die vierte? So, ah, das ist ja echt gemein hier oben. Ich lasse sie mal laufen. Das ist ja der alte C64-Trick. Es kommen nicht mehr als eine gewisse Anzahl Sprites, also Gegner, auf den Bildschirm. Und wenn ich die einfach laufen lasse, sofern sie unwichtig oder ungefährlich sind für mich, desto, ja, länger kommen keine neuen daher, ne? Auch hier mal gucken, was ist da drin? Ich weiß, hier ist der Magier drin. So, und bevor der schießt und mich in eine Ente verwandelt, das ist übrigens das Stichwort, die Ente, dann, das ist besonders gut, wenn ich gerade nur in Unterhose rumlaufe und keine Rüstung habe. Denn wenn ich das dann überleben sollte, so ein paar Sekunden, als Ente, man kann da nicht fliegen, man läuft dann unten auf dem Bildschirm rum, dann werde ich wieder zurückverwandelt in den Ritter, der ich vorher einmal war, den Ritter Arthur, und dann aber mit Rüstung. Also das ist schön gemacht. Ja, es gibt auch eine Continue-Funktion. Bisher habe ich es noch nicht so weit geschafft. Die kann man nämlich einmal anwenden. Das heißt, ich war bisher viel zu schlecht. Und dann fängt man beim nächsten, ja, nächsten Savepoint an. Bisher habe ich keinen Savepoint erreicht. Ich fange ja immer wieder von vorne an. Aber ich glaube, da hinten, wo ich eben war, unter dieser Guillotine durch, da ist so ein Savepunkt. Ah, Mann. Ja, jetzt bin ich die Ente und da hat er mich zurückverwandelt, aber gleich hat mich schon wieder einer gepackt und ich laufe wieder in Unterhose rum. So, jetzt ganz schnell durch. Ist das vielleicht hier schon der Safe-Punkt, von dem ich gesprochen habe? Nochmal weiterlaufen, Feuer. Oh, Mann, ist das der Safe-Punkt? Nein, ich musste, glaube ich, bis auf die Brücke, die da eben kam. Ah, Mann, also ihr merkt, ich bin total angefixt, ich bin drin im Spiel, aber ich möchte euch auch nicht langweilen, deshalb erzähle ich euch noch ein paar Dinge, die ich, ja, weiß oder in Erfahrung gebracht habe, zu meinen oder während meiner Recherchen. Und zwar handelt es sich hier um eine Trilogie, also um drei Spiele, die zu einer Reihe gehören. Der erste, der war Ghosts and Goblins, der zweite hier Ghouls and Ghosts und der, 5 Jahre später, nämlich 91, kam dann nochmal ein dritter Teil, nämlich Super Ghouls and Ghosts. Der kam 91, also wie gesagt, 5 Jahre nach diesem Spiel hier, aber dann nicht mehr für den Commodore 64, das war schon zu spät, das hat sich da schon nicht mehr gelohnt. Das kam dann nur für den Super NES. Ja, und ich habe euch schon mal mehrmals Trilogien vorgestellt. Letztens erst die Meiner Willi-Serie, ne, wer es noch nicht gesehen hat. Oh, zum Beispiel Jet Set Willi, der zweite Teil von Manic Miner. Das waren ja auch 3 Teile. Und Jet Set Willi 2, ich verlinke euch das auch da unten in der Videobeschreibung. Ja, ich sag mal, Game Over, da steht es ja auch auf dem Bildschirm. Ihr kennt das ja, ich stelle den Joystick weg. Ich spiele jetzt nicht. Wir hören uns die Musik an und ich erzähle euch noch ein bisschen was dazu, zeige euch gleich auch noch ein paar Sachen. Insgesamt gibt es übrigens 5 Level. Der Automat, also die Vorlage, der hat übrigens 2 Level mehr, der hat 7. Aber das passte auf dem Commodore 64 nicht. Das war bei Ghosts and Goblins ja genauso. Auch da gab es weniger
Level als der Automat hatte. Das Ende hier, ja, haltet euch die Ohren zu, wenn ihr es noch spielen wollt. Das ist sehr enttäuschend. Wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann kommt ein etwas ausführlicherer Text. Also es ist nicht nur eine Zeile Congratulations, sondern ein bisschen mehr. Und man wird beglückwünscht natürlich. Und am Ende der Seite steht dann Press Fire to End. Also nicht Fire to Play, sondern Fire to End. Und dann darf man sich eintragen, dann ist es vorbei. Oh, das ist ein bisschen traurig. Ja, und zur Musik hatte ich schon was gesagt. Insgesamt hat dieses Spiel hier 32 Tracks, das ist eine ganze Menge, ein paar längere Musikstücke, die dauern dann alle so 3 bis 4 Minuten und der Rest, das sind dann Tusche und Soundeffekte, weil man kann ja hier auch mit Sound spielen. Oh komm, ich trage mich noch einmal ein hier, ZZZ, sollte reichen. Ja und eine Map habe ich euch auch mitgebracht, ich blende euch die hier mal ein zum Spiel, die konnte ich finden bei meinen Recherchen ganzseitig aus einem englischsprachigen Spielemagazin, schön bunt gezeichnet, ne? Mit grün, ach, gefällt mir richtig gut, alle 5 Level untereinander könnt ihr hier sehen, man kann also beim Spielen, wenn man die Karte daneben legt, schon vorher sehen, welche Gegner, welches Objekt als nächstes kommt, das finde ich immer ganz cool, damals haben wir das auch gemacht. Einer der Brüder saß daneben und konnte dann sagen, Achtung, jetzt kommt auf dem Haus oben der Geier und dann kommen 3 Guillotinen hintereinander und dann kommt die Kiste mit dem Magier. Also und später natürlich auch andere Monster, Gegner, Hindernisse. Also richtig toll, diese Map hier, die ich für euch finden konnte. Das Spiel, das wurde übrigens auch nicht nur auf dem Commodore 64 portiert, sondern auf ganz viele andere Systeme. Den Amiga, den Amstrad CPC, den Atari ST, das Master System, Mega Drive, MS-DOS, ZX Spectrum und weitere. Außerdem erst vor ja, einigen Jahren, ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, aber da wurde es auf Mobilfunk-Versionen, auf Mobilfunktelefone portiert, etwas moderner und erweitert für Android und iOS. Also wenn ihr das vielleicht habt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Version findet und ob ihr die gerne spielt. Und auch eine Werbung konnte ich finden. Ich blende euch die hier auch mal ein. Und zwar aus einem englischsprachigen Spielemagazin. Ja, wie sollte es auch anders sein? Da steht als Überschrift, wenn Ghosts and Goblins dich gefürchtet, das Fürchten gelernt haben, dann wird dieses Spiel hier dich vor Furcht aus deiner Haut herausfahren lassen. Das ist die Überschrift, ganz frei übersetzt. Ghouls and Ghosts, auch wieder das Cover des Spiels. Bildschirm füllend. Links dann die Systeme, die ich euch gerade so vorgelesen habe, wo das alles portiert wurde. Und rechts dann nochmal ein kleiner Text. Ja, Arthur Returns, also Arthur kommt zurück. Da wird dann hingewiesen auf den erfolgreichen Vorgänger Ghosts and Goblins. Und dass das der zweite Teil ist, ja, darunter dann US Gold, Capcom, der Publisher da in diesem Grabstein und ein paar Screenshots zum Spiel. Da haben wir auch so etwas übergroße Monster, konnte ich euch leider nicht zeigen, denn jedes Level hat am Ende einen übergroßes Monster, so wie bei Katakis, R-Type und anderen Games auch. Richtig toll und bei Ghosts and Goblins war das ja auch so. Ja, wie gesagt, konnte ich euch nicht zeigen, aber naja, ihr spielt ja nachher selber und ich weiß, ihr kommt auf jeden Fall wesentlich weiter als ich. Also ich finde die Anzeige richtig toll, richtig wow. Genau so hätte ich mir das Spiel dann auch gekauft, vor allen Dingen mit dem Hinweis darauf, dass es sich um den Nachfolger handelt. Ah ja, toll. Die Spieler von damals, da konnte ich einiges lesen. Wow, ist ja auch wirklich ein Klassiker, den viele von euch gespielt haben. Die freuten sich natürlich auf die Fortsetzung. Ghosts and Goblins Teil 2, ja, so hieß es bei uns auf dem Schulhof. Fanden es dann aber doch irgendwie zu schwer und die Sprite-Kollision zu ungenau. Ihr habt es ja gesehen, teilweise, ah ja, auch später bei den Sprüngen. Man muss dann immer so ein bisschen gucken. Ah Mann, ja, und das für 1989, da hätte man noch ein bisschen dazulernen können. Ja, viele zogen dann den ersten Teil vor und sagten, Mensch, da bin ich weitergekommen. Das ist das Original, die Vorlage, der Klassiker, der erste Teil. Und der erste Teil ist ja bei vielen Kinofilmen genauso, ist meistens immer der bessere. Also sagten die Spieler. Ja, und auch der Tony Mott hat das Spiel aufgenommen. Das ist jetzt aber echt Zufall, dass ich jetzt in letzter Zeit so viele Spiele zeige. Hier in das, aus diesem Buch hier, 1001 Videospiele, die man vor seinem Tod gespielt haben muss. Da taucht das Spiel auf und zwar, ich habe ein Lesezeichen reingelegt, auf der Seite
157 Ghouls and Ghosts von 89. Ja, auf welcher Plattform sollte man das gespielt haben? Ausnahmsweise nicht auf dem Commodore 64, sondern ich blende euch das hier ein. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Auf dem Automaten. Oh, das sieht richtig cool aus. Also solltet ihr euch auch mal anschauen. Wow, von der Grafik her. Ja, aber zurück zum C64. Beziehungsweise der letzte Satz, der heißt, wenn ihr glaubt, dass ihr, also wird gesagt oder angespielt darauf, dass das super schwer ist, dann, wenn ihr glaubt, ihr schafft es, dann werdet ihr auch das Ende kriegen, wird da am Ende dann geschrieben. So reimt sich das mal wieder. Und auch die Spielezeitschriften, weil es halt so ein Top-Game ist und es zu der Zeit, Ende der 80er, so viele Spielzeitschriften gab, habe ich auch so einiges blättern können. Also zum Beispiel bei meinen Eltern auf dem Dachboden habe ich meine komplette Sammlung durchgewühlt von der 64er und auch da konnte ich einen Artikel drin lesen, aber auch die Powerplay, ASM, die ZEP 64 sogar zweimal. Commando, da gab es ja einige, Commodore, einige Spielemagazine, gerade auf der Insel, Commodore Force, Commodore Format, Commodore User, auch da konnte ich Artikel lesen für euch und die Yo Commodore und weitere, ja, die urteilen alle ähnlich und sagten grafisch, musikalisch super schön umgesetzt, also manche schrieben auch, oh, das ist wirklich niedlich, dieses Spiel, ja, das hört sich auch toll an für so ein düsteres Spiel, Geister und Gespenster, ja, leider aber, das war auch der Konsens, viel zu schwer. Und der Michael Hengst von der Powerplay, Grüße gehen raus an dich, mein Lieber, wenn du das hier siehst, ich weiß, du guckst ab und zu mal rein, selbst Profispieler haben ihre liebe Mühe, über die ersten beiden Level zu kommen. Ja, da schließe ich mich an. Also noch viel schlimmer. Ich komme ja zumindest hier jetzt in der Spielzeit, wo ich mich auch so ein bisschen auf mein Gelaber konzentriere, komme ich nicht mal übers Erste raus. Aber wahrscheinlich war ich kurz vorm Ende, wenn ich mir das so auf der Map angucke. Also lange habe ich da nicht mehr. Naja gut, okay. Jedenfalls die drei Redakteure von der ZEP64, die flippten regelrecht aus. Also die waren total begeistert. Wenn du den Artikel liest oder ihr, also in der Ausgabe 1 1990, da vergaben sie 96 von 100 Punkten. Also fast volle Punktzahl. Das will schon was heißen. Da gab es halt ein paar Abzüge für die Schwierigkeit und andere, Kleinigkeiten. Und zwei Jahre später, nämlich in Ausgabe 492, da haben sie sich das Spiel dann nochmal vorgenommen und haben gesagt, Mensch, jetzt machen wir einen Replay und schauen uns das nochmal an. Und da gab es dann, 6 Punkte weniger. Da gab es dann 90 von 100 Punkten, aber das ist auch noch ziemlich gut. Also weit abgewichen sind sie da nicht. Ja, und zum Schluss, ich drücke schon mal Feuer hier, damit sich auch ein bisschen was auf den Bildschirm kommt. Meine Bewertung, ein cooler Nachfolger, finde ich hier, von Ghosts and Goblins. Tolle Grafik, schöne Musik, gefällt mir, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne? Aber es ist ja wirklich so, gefällt mir richtig gut. Also die Musik, die kann auch abgeschaltet werden, ist ja auch ganz cool, ne? Wenn man das Gedudel nicht mehr hören kann oder will oder halt abends spielt, damals, wenn die Eltern im Bett waren und man sollte eigentlich nicht mehr vom Commodore 64 sitzen, dann hat man entweder die Musik ganz leise gedreht oder aber war über sowas hier sehr dankbar, denn dann konnte man die Effekte anmachen, die waren nicht ganz so laut. Ah, jetzt bin ich die Ente. Ich bin die Ente. Ja, da flatter ich und zack, jetzt konnte ich euch das noch zeigen. Jetzt habe ich die Rüstung wieder an und bin voll, nein, komm schnell da weg. Da kommt die, habe ich ihn ausgetrickst? Was ist hier drin? Nein, er, ach komm weg da. Ui. Ja, schieße ich mal nach oben. Zack, da habe ich ihn weggeschossen. Jetzt muss ich gucken, dass hier von unten keiner mehr kommt. Hier zum Beispiel bin ich rüber. Wieder nur in Unterhose. Ja, schnell durch hier beim ersten Mal. Ich laufe jetzt mal durch. Ich mache jetzt hier so einen Home Run. Ja, schnell durch hier noch. Zack und zack und komm. Schneller. Ach gut, okay, naja gut, okay. Wo waren wir? Ja, die Musik kann abgeschaltet werden. So, das finde ich total toll. Große Endmonster, ich liebe es. Also Stichwort Katakis, R-Type und auch andere mit großen Endmonstern. Ich liebe das, gerade auf dem C64. Das war immer so ein Garant. Oh, das Messer da, eine andere Waffe, das sammle ich auf keinen Fall ein. Das ist nicht ganz so toll. Also, beziehungsweise Vorteil von dem Messer da oben ist, ich kann Dauerfeuer machen, also und das öfter werfen, als hier der Speer. Aber, naja, diese Waffe ist schon ganz gut.
Ja, viele Waffen konnte ich euch diesmal nicht zeigen. Ja, große Endmonster und eine Highscore-Liste zum Eintragen. Wie schön ist das denn? Also, richtig cool. Ich warte jetzt noch ab, bis der losfliegt. Los, flieg ab! Ducken. Ducken ist ganz gut. Hier rüber. Ach ja, da wollte ich ja rüberspringen und dann kommt der andere. Ach man, ihr könnt mich alle mal. Ihr könnt mich alle. Ja, was mir dagegen nicht so gut gefällt, wenn ihr... Also, nachladen gut und schön, aber auf Tape. Also, man muss dauernd die Seite umdrehen. Ich habe euch das ja dauernd rausgeschnitten jetzt hier. Das ist doch ein bisschen nervig, das dauernd umdrehen. Und es ist, da schließe ich mich den Leuten an, die und den Spielezeitschriften. Viel zu schwer, genauso wie der erste Teil, vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer. Ihr habt es ja gesehen, auch sehr ungerecht teilweise, wenn da ohne Ende Gegner respawnen, kurz wenn man vor der riesen Guillotine zum Beispiel steht. Ach ja, Mann. Aber, das möchte ich gar nicht so negativ sehen. Ich finde das Spiel richtig cool und deshalb mein Wiederholungsfaktor, beide Daumen schräg. Nein, nicht schräg. Geradeaus nach oben, senkrecht. Klare Spieleempfehlung von mir. Holt's raus, spielt es, wenn ihr es in eurer Sammlung habt. Ja, also ich bin total angefixt. Ihr habt es ja jetzt, glaube ich, mitgekriegt. Auf jeden Fall werde ich weiter üben und ich hoffentlich auch weiterkommen. Allerdings ohne euch. Ja, ihr schaltet jetzt aus. Und hier auch mein Motto. Ein tolles Spiel für zwischendurch. Und eine schnelle Runde geht immer. Ihr wisst es. Drücke mal Feuer hier. Und drücke mal die 7, um ins Hauptmenü zu kommen. Feuer. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, gebt mir noch gerne einen Daumen hoch, wenn euch all die Informationen, die ich euch rausgesucht habe, gefallen haben, wenn ich euch unterhalten konnte und euch das hier Spaß gemacht hat, zuzugucken. Lasst gerne auch ein Abo da, wenn ihr noch nicht habt. Und klar, ganz wichtig, hier würde mich natürlich auch ein Kommentar interessieren. Vor allen Dingen, kennt ihr Ghosts and Goblins und den Nachfolger hier? Vielleicht sogar den dritten Teil auf dem SNES-System. System lassen wir mal weg. Auf dem SNES. Habt ihr es gespielt? Findet ihr es schwer, auch wenn ihr es nicht gespielt habt? Ihr habt es ja jetzt gerade hier gesehen. Findet ihr das Spiel gut? Findet ihr schlecht? Zu schwer? Eure Erinnerungen? All das würde mich interessieren. Und ihr wisst ja, jeder Kommentar kriegt von mir eine Antwort. Versprochen. Ganz individuell. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und ja, kostenloses Abo habe ich gerade schon erwähnt. Und wer dann noch die Glocke aktiviert, der verpasst dann garantiert auch kein Video mehr. Ihr wisst, die ganz Verrückten unter euch wisst, wie ich es meine. Und in diesem Sinne sage ich tschüss, macht's gut und bis zur nächsten C64-Spielzeit, euer Andira. Und jetzt spiele ich das durch. Mensch, das kann doch nicht sein, dass ich da nur bis zu den Guillotinen komme. Gleich nochmal schnell in der Map gucken, was danach noch kam. Ich mache jetzt mal so einen kleinen Home-Run. Mal sehen, ob das klappt oder ob ich mir hier selber ein Bein... Ja, oh, das hätte ich nicht machen sollen. Feuer. Oh, Gott sei Dank, vielleicht ist hier... Los, verzaubere mich. Ja, da bin ich die Ente. Und dann habe ich nämlich gleich wieder... Nein, ich dachte, jetzt habe ich die volle Rüstung. Schnell runter her. Ja, und diese, ich glaube, die muss ich alle erst zerstören hier.